Ja, ich ist natürlich so, dass man das registriert, aber ich will das auch nicht überbewerten in der Situation jetzt. Für mich, wir sind da ganz offen in Gesprächen. Ich will mich einfach jetzt auf Darmstadt vorbereiten, die Mannschaft so gut wie möglich darauf vorbereiten. Und alles andere, was dann kommt, das wird man sehen. Das ist natürlich klar auch ein Mosaiksteinchen, dass die Mannschaft natürlich auch ein gutes Gefühl mit dem Trainer haben muss, aber es gibt eben andere Gründe und deswegen ist es nicht so, dass die positive Rückmeldung gerade in der Öffentlichkeit die Basis sind für eine Trainerentscheidung, aber nochmal, auch das ist natürlich insgesamt nicht ganz unwichtig. Wir müssen für uns eine Überzeugung bekommen, dass wir die bestmögliche Lösung für Werder Bremen finden. Und da wollen wir uns eben nicht unter Druck setzen lassen von der Öffentlichkeit, von den Medien und aus der Emotion heraus entscheiden. Aber natürlich ist es auch so, dass wir dort kein halbes Jahr brauchen, um dann uns klar und sicher zu sein, ob Alex eben das weitermacht oder ob wir einen anderen Trainer verpflichten. Alex hat klar natürlich Chancen, auch jetzt nicht nur in Darmstadt noch auf der Bank zu sitzen, sondern eben auch die nächsten Wochen, Monate, Jahre vielleicht auch. Aber nochmal, wir sind noch nicht so weit, dass wir eine endgültige Entscheidung treffen können. Und deswegen werden wir uns da auch nicht drängen lassen. Und wichtig ist, dass Alex die volle Unterstützung von uns bekommt, dass wir im offenen Austausch mit Alex eben auch sind, dort alles klar besprochen ist. Und nochmal, ich denke, dass wir dann in den nächsten 14 Tagen auch mehr dazu sagen können. Ich habe das ja eben auch schon vorhin gesagt, dass ich da einfach eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen möchte und wir ganz, ganz offen miteinander sprechen und eng aneinander miteinander da kommunizieren. Also ich möchte einfach nur jetzt die Mannschaft bestmöglich auf Darmstadt vorbereiten, mit der Mannschaft als Team da auftreten und das bestmögliche Ergebnis da erzielen und alles andere wird dann die Zukunft bringen. Also es bringt in meinen Augen jetzt nichts, da jetzt großartig irgendwelche Fantasien zu entwickeln und so weiter, Luftschlösser und wie auch immer, sondern ich möchte die Dinge beeinflussen, die ich beeinflussen kann, und das ist die Arbeit mit der Mannschaft. Und das versuche ich bestmöglich zu machen mit Florian Bruns und mit allen im Team. Und dann werden wir sehen.